Clownswelt versagt beim Checken des Faktenfuchs. Was? Glaubt ihr nicht? Na, dann schaut mal selber rein. Vielleicht fällt dem einen oder anderen die Problematik schon beim Zuschauen auf. Ich meine, nehmen wir jetzt einfach mal an, das sind hypothetische Zahlen. Die haben jetzt erstmal nichts mit den Regelsätzen zu tun. Nehmen wir an, ich bekäme Bürgergeld, Betrag X, der ist jetzt 2000 Euro. Und wenn ich 38 Stunden arbeiten gehen würde, ein Drittel mehr verdienen würde, also dann bei 3000 Euro netto liegen würde und ich mich entscheiden müsste. Seien wir ehrlich, man kommt nach Feierabend, legt sich aufs Sofa und dann ist schon bald wieder Zeit fürs Bett, weil man morgen wieder früh raus muss. Für 1000 Euro mehr? Oder habe ich 38 Stunden in der Arbeitswoche mehr, dafür, dass ich gar nicht arbeite und bekomme dafür nur ein Drittel weniger. Ich möchte euch einfach folgende Modellrechnung vorstellen. Die hat hier einmal die Grauzone zur Verfügung gestellt. Sie überschreiben das mit Bürgergeld oder Arbeiten. Hier sehen wir zum Beispiel nochmal die Einkommensverteilung. Das Bruttogehalt, das dem Bürgergeldsatz entspricht, 39.600 Euro. Und das Bruttomedianeinkommen, 43.842 Euro. Ich frage mich echt, wie man so doof sein kann und glauben kann, es gibt 2000 Euro Bürgergeld für eine Person. Sagt er ja. Er, der Clown. Was so viel heißen würde wie, er wohnt in einer Wohnung für 1400 Euro und mehr. Als nächstes kommt er auf die Idee zu sagen, 3000 Euro netto. Die wenigsten Leute in Deutschland verdienen 3000 Euro netto. Jemand, der 3000 Euro netto verdient, der hat keinen Bock auf Bürgergeld. Aber für den ach so schlauen Clown das spontane Beispiel, was ihnen einfällt. Wo ich mich frage, wer solche Zahlen im Kopf hat, war der schon mal arbeiten gegangen? Anscheinend nicht. Aber kommen wir zu den restlich abstrusen Zahlen. 43.842 soll das mittlere Einkommen sein. Abgesehen davon, dass durch 12 bei diesem Wert keine 3.300 ergibt, wie man uns da weismachen will, sprich, man hat über 300 Euro als Mathemagier verschwinden lassen, sondern der richtige Wert wäre 3.653 und 50 Cent. Jetzt könnte man fies fragen, hat der Typ überhaupt einen Schulabschluss geschafft, wenn er nicht mal rechnen kann? Im Übrigen gibt es natürlich keine Quellenangaben, woher die Zahl ist. Er sagt einfach, ist von der Grauzone. Die haben natürlich auch keine Quellenangaben. Habe ich übrigens schon im Video Bürgergeldlüge, Boris von Morgenstern erklärt Abzocke, aufgedröselt. Aber ja, scheinbar braucht man keine Quellen, man muss hier nichts nachweisen. Das ist nur schlimm bei der Lügenpresse. Da ist es schlimm. Da hetzt und hasst man denn, wenn die das machen. Selber erfindet man abstruse Zahlen. Er rechnet aus Unfähigkeit abstruse Zahlen. Naja, also wenn ihr schon mal gefragt habt, wo der Fachkräftemangel sitzt, da ist er. Aber würde der Clowns-Fan jetzt sagen, oh, Clownswelt ist ja auch Lügenpresse? Na, würde er wohl nicht sagen. Kleiner Tipp, versucht mal diesen Wert im Internet überhaupt zu finden, diese 43.842 und dann dieses Medianeinkommen, wie das ja da schön genannt wird, da kommt nichts davon. Aber vielleicht bin ich ja zu blöd zum Googlen, man kann mir gerne das Gegenteil beweisen. Vielleicht habe ich es ja einfach nur nicht gefunden und es ist einfach zufällig ein alter Wert oder man hat irgendwie schlecht zusammengerechnet oder was auch immer. Jedenfalls, wenn ich danach google, finde ich den Wert 49.260 in mehreren Publikationen. Fragt sich an der Stelle wieder, warum findet der Clown das nicht? Kann er nicht googeln? Oder ist es einfach nur Faulheit wie so ein Bürgergeldempfänger? Ist ja so seine Meinung. Das tut er ja auch im Vorschaubild kund. Ich meine, da sehen wir einen, um es mal nicht ganz so schlimm zu formulieren, übergewichtigen, haarlosen, weißen Kerl. Komisch, sonst wird sich immer aufgeregt, wenn irgendwie Weiße für was herhalten müssen oder Männer. Er selber macht das aber auch, wie wir ja hier sehen. Und das, obwohl ja sowohl bei Grauzone als auch bei ihm hier im Endeffekt die Erzählung rauskommt, das kriegen ja in erster Linie die Einwanderer, dieses Bürgergeld. Also wieso ist denn der Typ da ein Weißer? Verstehe ich nicht. Warum macht man da Hetze gegen Weiße auf dem Vorschaubild und erzählt in einem Video aber was anderes? Kann mir einer das erklären von den Clownswelt-Fans? Eine sinnvolle Erklärung? Keine blöden Ausreden und Hin- und Hergedrehereien? Wäre echt mal was, was mich interessieren würde. Aber bleiben wir beim Medianeinkommen, beziehungsweise normaler Mensch in Deutschland würde sagen, mittleres Einkommen. Tja, macht ihn nicht schlauer, bloß wenn man dieses Wort Median kennt. Aber naja, da ja der Mindestlohn steigt ab nächstes Jahr,
und auch natürlich andere Löhne, also zum Beispiel hier Wieselski ist ja gerade mal wieder am Werk, wäre schon aus den Gründen der Lohn bzw. dieser mittlere Einkommenswert absoluter Unsinn. Also selbst unter der Prämisse, die Werte vom Clown würden stimmen, was sie ja nicht tun, dann wäre es absolut, ja, gaga, die Werte von 23 mit Werten von 24 gleichzusetzen. Das wäre hier auch schon wieder faken. Aber gut, wenn die Lügenpresse sowas macht, dann ist das schlimm. Wenn es der Clown macht, ist das völlig richtig. Ja, merkwürdige Doppelmoral, die hier herrscht. Also mir geht's echt nicht in den Schädel, warum die Fake News vom Clown besser sein sollen als die Fake News von der Presse. Fake ist fake. Egal, wer sie zusammenspinnt. Also ich weiß nicht, also ich will mich eigentlich nicht verarschen lassen. Von keinem. Egal, was für eine bessere Welt er im Sinne hat. Ich will einfach nicht beschissen werden. Von niemanden. Aber gut, der Clowns-Welt-Fan lässt sich halt wohl gerne bescheißen, so wie das aussieht. Und findet das auch noch super und toll, weil es ist ja für eine bessere Welt. Irgendwie klingt für mich das stark nach Klimakleber. Nur, dass man ein anderes Thema hat. Aber gut, weiter im Kontext der abstrusen Einkommenszahl vom Clown. Wie kommt man eigentlich hier auf einen 4- bzw. 3-Personen-Haushalt, je nachdem, wie diese Rechnung da zu verstehen ist? Und vor allen Dingen, wie kommt man auf so viele Kinder? Irgendwas um die 17% der Bevölkerung sollen Kinder sein. Umgerechnet auf pro Haushalt ergibt das also quasi praktisch ein Drittel Kind. Da der Durchschnittspersonenhaushalt bei 2 Personen liegt. Also anders gesagt, die Anzahl von Kindern ist völlig unsinnig als typisches Beispiel. Das ist eher das untypische Beispiel. Aber naja, dazu müsste man googeln, dazu müsste man nachlesen. Auf sowas hat man ja anscheinend keinen Bock. Sowohl bei der Grauzone als auch beim Clown, der ja letztendlich bloß das, ja, Zahlenspiel, was nicht nachweisbar ist, einfach übernommen hat, abgekupfert. Ja, weil warum einen eigenen Beitrag machen, wenn man einfach den Kram von wem anders verwursten kann? Das nennt sich Copy-Paste. Typisch Pressearbeit, aber ist nur schlimm bei der Presse, bei einem selber nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum man es nicht auf die Reihe kriegt zu sagen, naja, wir nehmen den Mindestlohn ab nächstes Jahr, Bürgergeld ab nächstes Jahr bei einer Person. Man kann ja auch, wenn man will, verschiedene Haushaltstypen durchrechnen, mit ein Kind, mit zwei Kind, zwei Eltern und so weiter und so fort. Und dann präsentiert man die Zahlen. Ja, aber das wäre so ein Aufwand, den will man ja nicht machen. Man hat irgendwo Zahlen her, wo man nicht mehr sagt, woher man die hat, weil man sich wahrscheinlich für die Zahlenherkunft selber schämt. Wer weiß. Aber ich habe das alles schon mal aufgedröselt, wie gesagt, in der Bürgergeldlüge Boris von Morgenstern erklärt Abzocke. Aber hier einfach nochmal das Thema, weil man uns ja schon wieder damit zusilzt. Und ja, ich habe den Bürgergeldempfänger mit dem Mindestlohnempfänger verglichen und da kommt letztendlich raus, naja, es sind nur ein paar hundert Euro mehr. Und ob man für die paar hundert Euro mehr, also nicht 1000 Euro, wie ja der Clown auf die Idee kommt, so einen Unsinn von sich zu geben. Nein, es geht hier eher um ein paar hundert Euro mehr, die zwischen Mindestlohnempfänger und Bürgergeldempfänger liegt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, man sagt sich da als Arbeiter, wieso soll ich mich für einen Hungerlohn weiter wie ein Stück Scheiße behandeln lassen? Da ist Bürgergeld besser. Da habe ich wenigstens noch Zeit, da habe ich zwar weniger Geld, aber kann dann halt auch mehr sparen, hab weniger Stress, weniger Probleme, ist einfach besser. Und das ist das Kernproblem. Man will einfach den Mindestlohnempfängern kein anständiges Geld zahlen. Man will sie ausbeuten. Weil man sich ja ebenfalls der primitiven Lüge bedient, diese faulen Hilfsarbeiter haben nichts Richtiges gelernt, haben es so nichts gebracht und denken, die kriegen ja fett Kohle. Die sollen mal froh sein. Mindestlohn ist eh viel zu viel. Die kriegen alles in den Arsch gesteckt. Und vor dem Akademiker wird gekrochen. Oh, da habe ich aber Respekt, so ein Akademiker. Das ist ein Studium, da muss man ja richtig was leisten. Das ist richtig schwer, das schafft aber nicht jeder. Das ist wirklich nicht so einfach. Das sind wirklich die Elite, das sind die Besten der Besten der Besten. Wir brauchen mehr davon. Man ist eben der absurden Meinung, der Typ, der einem bei Amazon das Paket zusammenpackt, da der hat nichts zu verdienen.
die an der Supermarktkasse auch nicht. Das kann doch jeder. Essenslieferung, das kann doch auch jeder. So ein Sprinter fahren für die DHL kann doch jeder. Ja, wenn's jeder kann, mach's doch selber. Wenn das deine Meinung ist über diese Leute, die ja im Endeffekt dieses Land zusammenhalten, ohne die würde es hier nicht gehen. Ja, gerade die Leute in der Logistik sind ein entscheidender Teil. Und da sind ganz viele schlecht bezahlte und Mindestlohnleute drinne. Und gegen die wird ständig gehetzt. Also die Leute, die tatsächlich die Leistungsträger hier sind und dafür sorgen, dass diese ganze Scheiße, die wir Deutschland nennen, überhaupt noch funktioniert, auf die wird immer gespuckt. Denen will man nichts bezahlen, weil die taugen ja eigentlich zu nichts. Nach dem Prinzip, na, das sind ja keine Leistungsträger, weil Leistungsträger, die sind nur dann welche, wenn sie richtig viel Geld verdienen. Und dieses Spielchen lässt sich in Bezug Gastronomie machen, auch im Handwerk und so weiter und so fort. Da haben immer weniger Leute Bock, da eine Ausbildung zu machen, weil es zu wenig Geld gibt. Ja, und deswegen gibt es jetzt weniger Restaurants, weniger Handwerker und so weiter und so fort. Ich sag mal, wie lange wollt ihr dieses primitive Spielchen noch weiterspielen mit euren vermeintlichen Leistungsträgern? Wie lange soll das noch gehen? Wie lange? Ja, und massenhaft Flüchtlinge ins Land lassen in der Hoffnung, die sind so doof und machen diese ganzen Hungerlohnjobs? Funktioniert ja offenkundig auch nicht. Aber naja, die schlaue Lösung ist ja einfach gerade, wir hetzen gegen das Bürgergeld, das wird ja das Problem lösen, weil dann werden ganz viele sagen, na, ich lass mich doch lieber ausbeuten für einen Hungerlohn, als dass ich von der Clownswelt als Schmarotzer hingestellt werde oder faul. Aber okay, feiert weiter eure überbezahlten TV-Moderatoren, Schauspieler oder Fake-News-verbreitende YouTuber wie, nein, jetzt sage ich nicht Clownswelt, sondern Rezo die Pfeife, oder eure Fußballstars und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Feiert diese überbezahlten Pfeifen, die eigentlich nur das Geld bei denen abgraben, die es tatsächlich verdienen am unteren Rand. Ach, ihr wollt wissen, wie das geht? Ihr habt euch nicht gewundert, warum die Trikots so teuer sind? Oder warum der Schrapel-Toaster von BVB, HSV und wie sie alle heißen, so teuer sind? Ja, das Geld landet bei den Reichen. Du als 0815-Arbeiter, der sich sagt, ach hier, ich kaufe mir so einen netten Toaster, du kriegst Müll verkauft, der überteuert ist. Ja, so funktioniert das. Und das ist nur ein Beispiel. Aber gut, bis der Stelle hier hat sowieso kein Clownswelt-Fan hingehört, weil dann hätte er mal irgendwann anfangen müssen zu denken, die meisten schalten ja ab. Es ist einfach zu viel Fakten, zu viele unbequeme Wahrheiten, die will man gar nicht hören. Man will über sozusagen einen primitiven Hetzer wie die Clownswelt und der verpackt eben das halt in die ganz einfache Formel. Na, schuld sind die da unten, die Armen, die machen das Land kaputt, die Armen, die sind dran schuld, weil die zu faul sind zu arbeiten. Wenn ihr meint, dass das die Lösung für diesen Misthaufen, den wir Deutschland nennen, ist, ja, dann unterstützt weiter solche Leute.